Und Naja, schön. alle sitzen jetzt genau davor und wissen genau, das ist Ja, bestimmt gerade irgendwas die. ganz Einfaches. Genau, gerade die, die immer zocken. Verdammte Also, im Scheiße. Beet. Im Beet steht, installiert ein Bewässerungssystem an einem Pflanzbeet. Das ist bestimmt was ganz Simples. Ein Rohranschluss an ein aktives Wasserversorgungsnetzwerk. Hallo und willkommen zurück nach langer Pause bei Subsistence. Wir sind, oh Gott, welches Update hatten wir denn jetzt? 62, ne? Wir haben euch vermisst. Das stimmt, ganz schön doll. Wir haben ja mit einigen noch ein bisschen kommuniziert im Nachhinein. Die wissen ja so ein bisschen, was los war. Aber war jetzt so eine lange Pause nötig, aus privaten Gründen. Und jetzt sind wir eigentlich wieder da. Und Never give up. müssen uns erstmal wieder zurechtfinden. So Ja, ein wir haben das bisschen. Update verpasst, so ein bisschen hier. Und haben auch nicht reingeguckt, wirklich. Also ich war jetzt die letzten Tage, als ich noch Urlaub hatte, ein bisschen farmen. Und bin mal mit ein paar Dietriche losgezogen. Hab auch ein paar Kisten gefunden. Aber ansonsten ist nicht viel passiert. Doch, wir haben einen Kühlschrank gebaut, einen zweiten. Das ist passiert. Das ist schon in Vorbereitung für die Küche, die wir irgendwann in den nächsten Tagen nochmal in Angriff nehmen wollen, dass es ein bisschen hübsch da drin wird. Ja, und dann gucken wir auch uns relativ schnell die neue Besprenkelungsanlage an. Gucken wir Ja, ja. stimmt. Wir lesen. Das war hier unten. Das war auch ja nicht so teuer, ne? Ich glaube nicht. Und du hast ihm auch so ein paar kleine Neuerungen irgendwie, dass du, wenn du eine Kiste aufmachst, wird automatisch das Material aus der Kiste Ja. zu dem Bauauftrag hinzugefügt. Also du musst nicht immer die Sachen aus der Kiste nehmen, ins Inventar und dann erst bauen, sondern wenn du eine Kiste offen hast, wird das irgendwie vermischt und du kannst es gleich bauen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das habe ich nicht mal gelesen, das habe ich einfach gemerkt neulich, als ich gefarmt habe und danach, ich weiß ja nicht, Biosprit, glaube ich, habe ich hergestellt. Und da ist mir aufgefallen, dass er das einfach aus den Kisten genommen hat. Ansonsten hat sich hier, glaube ich, nicht, nee, hat sich nicht, glaube ich, sondern hat sich nicht viel verändert. Wir sind immer noch dabei. Das ist so der letzte Stand vor. Oh ne, der letzte Stand, nachdem wir die Quartz gebaut hatten, ne? Unsere kaputt gefahren haben. Ja. Die stehen da immer noch und dampfen vor sich hin. The Special One. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, die Besprenkelungsanlage, ob wir die von da unten, also so in den nächsten Folgen, ob wir die von da unten irgendwie nach oben gebaut bekommen zu unseren Beten. Beeten. Das wird schon wahrscheinlich ein bisschen krass werden. Was ist denn eigentlich? Da steht, dass man Metallrohr braucht. Metallrohr ist nichts, was wir finden, ne? Das müssen wir dann bestimmt irgendwo herstellen. Ja, bestimmt Hier, doch. an der BKE oder Ja, was? nee, also an der Werkbank stellst du das Metallrohr her. Gab's das schon immer? Nee. Das Metallrohr? Nee. Nee. Ah, da Nee. brauchst du eben alle Fragmente eben, aber nicht teure. Also nicht Okay. viele. Das ist okay und vom Strom passt das auch. Masse müssen wir jetzt eben Ja. anschmeißen. Dazu, wie viele Rohre brauchten wir denn dafür? Für den Ja, Masse. Wassertank. Ich glaube, da müssen wir erstmal noch ein bisschen warten, um das nochmal hochzufahren, weil das so der letzte Spielstand, da hat man, glaube ich, ziemlich viel verbraucht. Oder? Na, Denke 100 mal. haben wir jetzt in Masse, aber wir brauchen, um den Wassertank herzustellen, 140 Masse. Aber davor brauchen wir für zwei Metallrohre noch Masse, um die herzustellen, aber nicht so viel. Aber ist der Wassertank das einzige Teil? Nee, ne? Dient zur Wasserspeicherung in der Basis, zur Wasserversorgung. Also im Angeschlossene Inventar Geräte. sehe ich jetzt nichts irgendwie Neues. Sowie zur Fertigung weiterer Pumpinfrastruktur. So, und dann stellen wir das dahin und dann sprüht da Wasser raus? Stimmt. Ich auch nicht. Also entweder geht es irgendwie automatisch, dass man das einstellen kann, dass man
dass die Besprenkelungsanlage losgeht, wenn es nötig ist. Oder man muss das wirklich manuell machen. Oder die ist immer an, kann natürlich auch sein. Nee, aber das ist ja nicht, also das ist ja keine Anlage, da steht ja nur Wassertank. Ach so. Also das ist ein Wassertank und der speichert Wasser. Für die Wasserversorgung, okay. Also muss ja da noch was angeschlossen werden. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber weil du gesagt hast, mit Rohren und so, vielleicht kann man die verlegen direkt. Nee, du brauchst die Rohre nur, um die Wasserbanktank, den Tank zu bauen. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob an den Beeten irgendwas zu sehen ist. Oder es soll ja wohl eine Besprenkelungsanlage für die Beete sein. Der müsste ja eigentlich auch an den Beeten stehen, anschließen oder keine Ahnung, irgendwas. Also ihr seht, wir haben uns damit nicht beschäftigt. Wir wollen das so selber rausfinden. Wir haben uns nicht angeguckt und haben nicht. Doch hier, Pflanzbeetsprenkler. Kannst du eben in diesem Weiterentwicklungsbeet-Dingensteil machen. Ah ja, okay. Pflanz. Ach so, den muss man nochmal extra herstellen, okay? Ach nee, das ist eine Aufwertung. Nee, ist eine Aufwertung. Im Beet kannst du ja nicht herstellen. Wächst ja nicht, außer Erde. Strom. Strom und Masse. Aber und Pflanzbeetsprenkler oder 0 von 1. Oder heißt das, kommt da raus? Nee, wo stellt man denn den her? Den braucht man. Den habe ich nicht gesehen. Ach, weißt du was? Genau. Nee, an der Drehbank. Ernsthaft nicht? Nee. Gibt es noch eine neue Bank, die wir jetzt herstellen müssen? Pflanzbeetsprenkler. Ich habe auch nicht alles angeguckt. Der liegt hier bestimmt drin, war. Nee. Ernsthaft nicht? Nee. Ja, so viele Optionen haben wir ja nicht. Wir auch nicht. Jetzt kann man den Stromverbrauch und von jedem einzelnen Ding irgendwie nachgucken. Was verbraucht die Heizung? Was verbraucht die Lampe? Was bringen die Stromerzeuger ein? Der Generator, Solarmodul, da hat man eine richtige Auflistung. Das gab es glaube ich vorher auch noch nicht. Oder doch? Wir waren so lange nicht mehr drin. Verdammt. Aber wo baut man den Sprenkler? In der Tasche? Nee. Nee. Ich glaube nicht. Also wir haben jetzt drin. Also eigentlich ist es schon voll krass, so ein Spiel, was man immer spielt. Und dann kriegt man nicht hin. Also findet man nicht, wo man den Sprenkler und alle sitzen jetzt genau davor und wissen genau, das ist ja bestimmt irgendwas die, ganz Einfaches. Genau, gerade die immer zocken. Verdammte also Scheiße. Im Beet. Im Beet steht, installiert ein Bewässerungssystem an einem Pflanzbeet. Das ist bestimmt was ganz Simples. Ein Rohranschluss an ein aktives Wasserversorgungsnetzwerk. Okay, vielleicht muss man das erst. Ich weiß man es. Muss die Pumpe bauen, dann baut man die Rohre und von der Pumpe weg baut man die Rohre hier hin und dann kann man das vielleicht erst aktivieren. Nee, oder? Ich glaube, in dem Wassertank, das ist wie eine neue Werkbank vielleicht. Und da drin baust du die. Kann natürlich sein. Vielleicht. Also wir bauen erstmal das Teil. Also nee, wir bauen gar nichts. Wir gehen erstmal ein bisschen farmen und lassen unsere Sachen hochtickern hier. Achso, stimmt. Masse brauchen wir. Ich brauche 4,1 an. Ich mache mal den Massegenerator an. Jetzt haben wir in 4,51 und out 4,44. Sollen wir mal ein bisschen was abschalten? Was wir nicht unbedingt brauchen? Nö. Zink. Lass das doch laufen. Ja, aber ist so knapp. Wisst ihr? Ist nicht knapp. Na doch. Ist doch schön sonnig. Ach, und wir wollten auch noch Windräder neue da unten mehr hinstellen. Auf die neue Plattform. Ja, das stimmt. Und? Ich verbrat mal 300 Nägel. Hast du den Kühlschrank beschriftet? Nee, kann man den beschriften? Nee, aber ist da schon immer so ein hässlicher roter Aufkleber drauf vorne? Ja, das ist überall. Aber das ist so. Früher nicht. Sind die Texturen. Okay. So, ich fütter noch schnell die Hühnchen ein bisschen. Weil wir haben ja jetzt ein bisschen hier sortiert und schick gemacht. Und drei Hühnchen haben wir nämlich auch wieder. Die haben wir noch besorgt. Die habe ich besorgt in den, irgendwie du zwei und ich zwei in den letzten Farmtagen. Dietrich hat bei. Müssen wir Erze einschmelzen unbedingt? Naja, klar, wir brauchen jetzt ja wieder viele. Sonst fangen wir wieder irgendwann an.
Aber Zink müssen wir nicht unbedingt einschmelzen. Wir haben 300 Zink oder so. Dann nehme ich das mal raus und sparen wir da noch ein bisschen Strom. So, dann lassen wir nur Eisen einschmelzen. Können wir noch was töten zwischendurch? Oh ja. Wenn wir jetzt schon eine Runde machen? Ich muss erstmal einen Schluck trinken, ich habe Halsschmerzen. Vielleicht können wir irgendwen. Nee, ich sag's nicht. Nee. Nee. Wie spät haben wir denn das? So kurz nach Mittag, vielleicht so 14 Uhr oder so. Wollen wir da lang gehen wegen Dietrichkiste oder da lang wegen Erzfelsen? Hast du noch einen Dietrich? Einen habe ich bei, ja. Okay, na dann gehen wir da lang. Okay. Erzfelsen ist egal, erstmal. Wollen wir Auto fahren? Nee, wollen wir nicht. Nee, wir gehen zu Fuß. Ist mir warm. Autos müssen wir erst reparieren. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben Juni, okay. Oh, ist doch schön. Wie sehen meine Klamotten aus? Ja, geht. Wie sehen meine Pfeile aus? 12. Ah, wir haben natürlich wieder nicht auf dem Schirm gehabt, was in der Nähe mit irgendwie so einem kleinen Lagerfeuer ist. Naja, die töten wir. Obwohl, dann müsste ich mir... Ich habe nur die olle Waffe mit. Also Muni für die olle Waffe. Oh. Irgendwas hat mich angegrölt. Oh ja, hinter dir ist ein Bär. Okay, da muss ich auch erst wieder rinkommen. Ich treffe bestimmt nicht. Ja, wir müssen jetzt auch keinen Bären töten. Oh. Nee. Ich muss trinken. Mir so. Ja, naja, es wird Sommer doll. Dietrichkiste, ja, mal wieder war. Also, was die meisten Folgen bei uns sind, der Kampf um die Dietrichkiste. War das ein Hühnchen? Ja. Ja. Ah, Federn brauchen wir auch wieder, wa? Hab ich gesehen, so, wir haben nicht viel. Ja, wir haben nicht viel, aber wir haben wenigstens schon wieder 3 Hühner. Also wenn ich jetzt hier am Anfang nochmal eins schieße, was überleben sollte, dann renne ich auch nochmal schnell zurück. Aber wir haben ja den Kühlschrank hingestellt, aber den müssten wir eigentlich noch komplett aufwerten, oder? Ja, aber jetzt am Anfang ist das ja, glaube ich, jetzt, wenn er jetzt wieder voll wird und wir haben ja nur ein bisschen Obst jetzt drin, wendet mal. Ja, trotzdem verbraucht das Strom. Ja, ist egal, ob wir nichts drin haben oder ein bisschen Obst. Wer, was war denn das? Ein Wildschwein. Okay. Mach einfach weiter. Weitermachen. Das ist ein Wolf. Nee, das ist das Wildschwein. So, hier liegt gerne Wolf, die Kiste. Schwein. Das grunzt. Hier. Oh, da rennt was. Na, das Schwein. Das Wildschwein. Ah ja, okay. Alle schnellen Bewegungen und Subsistenz sind mir immer ein bisschen komisch. Hm. Oh, Subsistenz, kannst du sagen, was du willst. Kannst du immer anmachen und dich echt entspannen. Das stimmt. So vom Zocken her und ist immer geil, irgendwie. Die Updates könnten... Oh, das lebt noch. Schaffe ich das? Na, bestimmt. Das ist immer. Die Updates könnten ein bisschen schneller sein, aber ist immer wieder irgendwie schön. Weil die grundsätzlichen Mechanismen. Oh, hier ist die Dietrichkiste. Huhn oder Dietrichkiste? Na, jetzt bringe ich erstmal das Huhn, bleib da stehen. Okay. Das Gute ist aber, dass so wenig, also wenn so in größeren Zeitabständen nur die Updates kommen, dann ist es nicht so schnell über. Also dadurch, ja, dass man immer sehr lange warten muss, freut man sich auch mehr. Und das wird einem nicht so schnell über wie manch anderes Spiel. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja, und ich finde, man kann die Updates mit einem bisschen... Also wir sind ja nun nicht die totalen Freaks mit dem Bauen. Also da gibt es ja ganz andere, so wie Locutus oder so, der richtig verrückt ist und der so für 3 Sachen wahrscheinlich 4 Tage braucht, um die Sachen ordentlich hinzustellen und auszurichten und so weiter. Aber... Du kannst diese Updates und die Neuerungen immer super in deine Base integrieren. Und also du baust sie erstmal hin und guckst und so und guckst, wie es funktioniert. Und dann, nach einer Weile, denkst du, ach nee, du baust das nochmal um, weil du ja in Subsistence die Werkbänke und so weiter immer schön umstellen kannst. Dahin, wo du sie haben möchtest, du musst sie nicht abreißen. Und dadurch kannst du dir die Sachen so schön hinbauen, wie du das nachher haben möchtest. Also die Updates sich einverleiben und probieren und machen, ja, ist alles cool, aber nachher im Endeffekt diese Updates oder diese Maschinen und Geräte irgendwo hinzustellen, wo einem die in der Base hundertprozentig passen, ist natürlich das Geile daran, dass du auch ein bisschen mehr Abstand hast zu diesen Neuerungen immer. Das ist schon cool. Mit der Garage war es ja auch so, ist immer noch nicht so optimal, weil da die Büsche so rinragen, aber
Ja, mal sehen, vielleicht ändert man auch noch mal was an der Base, aber ich weiß nicht, ob das nachher zu langweilig ist. Ist vielleicht was für live oder so, dass man nebenbei ein bisschen quatschen kann. Ja, das stimmt. So, jetzt bin ich gleich wieder zurück. Schön. War knapp mit dem Hühnchen, aber lebt. Ja, Federn sind dem wichtig, wa? Da hat man Nein. nicht so drauf geachtet. Na und, mir ist aufgefallen. War das? Kommen Sie, Nackerl. Schönes Speedy an. Hier ist keine Kiste. Achso. Ich dachte, du stehst da drauf. Mir ist Komm, wir aufgefallen, gucken. Sehnen haben wir auch fast keine mehr. Oh je. Ich glaube, neun oder drei. Ach, hier sind nochmal fünf. Neun. Hier sind nochmal neun drin. Sehr schön. Aber ich Ah, glaube, wir haben nur noch fünf. du musst nur drüber reden. Ja, sonst Dann klappt das passt das alles. nicht. So. Ja, dann gehen wir mal noch ein bisschen über die Wiese hier. Also, du Haben wir ein kannst bisschen. gerne einen Hirsch schlachten jetzt. Ich guck Ein zu und Hirsch. du, Oje. ich, Ölsch. Du, Ölsch, Ölsch. machst den Ölsch tot. Nee, nee. Elch und Puma, da verkackt man immer irgendwie schnell. Na, Keine Ahnung. Puma durch die Besen geht es ja. Also, da ist nicht so schlimm. Ja, da weiß ich gar nicht, wie da der Stand ist, ob wir da. Jene war Müssen wir uns auch kaputt. mal angucken. Inne war kaputt? Glaube ich, ne? Kann sein. So, jetzt nehme ich auch so ein kleines Lager hier kurz mal. Ah, ich weiß nicht, ob hier was ist. Ich glaube nicht. Vielleicht sollten wir ja zurückgehen und vielleicht schon in zwei Teile bauen. Wie viel brauchte man an Masse für diese Pumpstation da oder was das ist? Na, die können wir ja noch nicht bauen. Dazu muss ich ja erst die zwei Metallrohre bauen. Und da brauchst du jeweils 60 für. 60 Masse? Die haben wir locker. Ja. Okay, er sagt schon vorher. Du hast aber gesagt, wir lassen das erstmal laufen. Naja, aber ich hätte gerne die Pumpstation auch schon mal gehabt und irgendwo hingeballert. Du hast Die gesagt, kann wir man gehen ja jetzt mal. erst los. Ich habe gesagt, wir bauen die. Du hast gesagt, wird nicht gebaut. Ja, naja, guck mal, jetzt in der Zwischenzeit wird bestimmt ein bisschen was angelaufen sein an Masse. Das ist bestimmt nutzbar jetzt für uns schon. Gut, dann haben wir 120 für die Metallwolle, wenn man zwei Stück braucht. Dann stellen wir uns wenigstens erstmal die Na, Pumpstation dann irgendwo brauchst hin. du 160 für die Pumpstation noch. Könnte eng werden, aber Das ich reicht glaube, nicht. kriegen wir hin. Glaub doch. Warum sind eigentlich so wenig Kisten heute unterwegs? Oder hast du die schon alle Naja, guck gesammelt? mal, wir waren noch jetzt eine Weile nicht drin und man hat immer nicht so seine Aktivitäten in dem Gelände hier. Dadurch vielleicht. Weil wenn du öfter in der Umgebung unterwegs bist, dann hast du ja doch manchmal mehr die ein oder andere Kiste mehr. Na mal glotzen. Oh, da liegt noch irgendwas. Oh, das ist ein Bär. Meine. Irgendwie hätte ich aber jetzt auch Bock auf Winter. Was? Ja, mir reicht es jetzt mit Sommer in Real Life. Ich kann die Hitze nicht mehr ab. Ich möchte jetzt Herbst oder Winter. Also Winter vielleicht nicht. So ein Modderwetter habe ich auch keinen Bock, aber so einen schönen sonnigen Herbst mit so, sagen wir mal, 17 bis 20 Grad würde mir irgendwie gerade reichen. Mir reicht es jetzt hier im Spiel und außerhalb auch. Die Basen haben irgendwie eine Meteranzahl, oder? Also die weißen Punkte hat man schon früher gehabt, aber die Meterangabe dazu hatte man nicht, oder? Tja, Weiß ich auch nee. nicht. Glaub nicht. Krass. Ja, jetzt sind so die Kleinigkeiten, die einem auffallen. Gibt bestimmt noch mehr. Ah, guck, wird schon langsam dunkel, siehst du? Dann schaffen wir halt auch noch. Ja. Jetzt bloß nicht. Wir müssen doch. Da müssen wir ja so einen Schnorchel wahrscheinlich ins Wasser bauen. Oh je. Und wir sind Schnorchel. oben auf dem Berg. Steht denn da im Wasser? Na, das habe ich doch für dich gebaut, Achso, weil dass du ich die weißt, wo Höhle du nicht gefunden habe, runtertauchen immer. Ja, musst. ja, ja, ja. Stimmt, das ist gut. Das bräuchte ich überall, an jeder Ecke. Da jetzt Okay, da aber lang, da jetzt da dann lang. müsste man ein Schild ranmachen, was da ist, Was ich auch was es da immer gibt. nicht finde. Das ist ja nicht peinlich, wenn ich das sage, das kriegt ja eh jeder mit. Ich finde auch nie den Erzfelsen beim ersten Mal. Ich laufe immer so lange, bis ich ihn finde, aber ich wüsste nie genau, wo ich hinlaufen muss. Immer noch nicht. Nach, weiß ich, wie vielen Tagen im Spiel? 700. Oder wie viel? Aber das ist die schöne Verpeiltheit. Ja. Die macht das ja auch aus. Wo ich denn davor sitze und sage, Ich gebe Alter, mir auch keine warum? Mühe, dass ich das lerne.
Oder dass ich mir merke, wo das ist. Ich bin froh, dass ich weiß, wo immer die Dietrichkiste liegt. Wenn sie liegt. Aber nur auf einer Seite. Ja, die andere, auf der Seite mit dem Erzfelsen finde ich die auch nie. Wollen wir noch was töten? Jetzt also bin wollen? Ich drin. Und so, okay. Baue die komischen Dinger. Ja, nee, wird ja auch dunkel. Ja, ist ja auch nicht. Eins. Ach nee, brauchst nur 20 Masse. Für das. Oh. Okay. Ich glaube, ich brauche 2, habe ich gesagt vorhin. Muss mal kurz was essen. Ich gehe mal gucken, was unser Strom und unsere Masse sagt. Und? Noch 4355, also geht. Ah, schöne Abendstimmung. Trinken. So. Denn die Teilchen. Zack. Und was brauchen wir noch? Platinen. Ich brauche 5 Legierungsbleche und 2 Platinen. Sollten wir die hinkriegen, oder? Haben wir? Legierungsbleche haben wir. Und Platinen muss ich herstellen. Dann machen wir wieder Masse. Perlen und die elektrischen Teile. Und Perlen. So. Wie viel? Guck mal nochmal rein. Schon wieder vergessen. Nochmal. Was, Platinen. Für die. Wassertank. Ah, wo ist er? Da. Unten. 2 Rohre, 5 Legierungsbleche und 2 Platinen. Okay, die haben wir. Ach, Schwachsinn. Schwachsinn? So. 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 Bisschen was auspacken, während das hier bastelt. Grün. Siehst du, schon wieder. Ich habe so viele Patronen für dich gefunden. Für mich? Immer in den letzten Tagen. 21 Gewehrpatronen. Ah, cool. Und dann packe ich noch die Sehnen aus. Dit und dit und dit. Und jetzt? Wassertank. Wassertank. Wo sind die Platinen? Achso. Oh, ja, wo stellt man den hin? Oben wahrscheinlich. Ja, war, müssen wir erstmal gucken, wie die Reichweite und so ist. Oder überhaupt. Ich muss erst gucken, überhaupt. Ob das so ist, dass man da drin jetzt auch noch was anderes baut. Wahrscheinlich ist das totaler Schwachsinn. Und irgendwie. Vielleicht bauen wir den noch falsch und wir müssen den direkt ans Wasser stellen. Oder ins Wasser. Ach nee, macht ja keinen Sinn, Wassertank ins Wasser zu stellen. Dann kann ich auch mein Wasser holen. Ja. So. Hast du den Wassertank? Ja. Okay, dann lass mal gucken. Okay, den musst du irgendwo hinstellen, weil blau und rot. Ja, der muss bestimmt in so einer Bubble sein, wa? Also in dieser. Kannst du den hier oben irgendwo hinstellen? Ja. Okay, dann würde ich den jetzt erstmal hier hin. Nee, würde ich den vielleicht hier hinstellen. Hier nimmt er erkennen. So, was gucken wir mit den Rohren dahin kommen. Ja, deshalb würde ich es ja lieber hier hinstellen. Ja, hast recht. Hinstellen neben die Kiste. Ah, passt. Aber ich weiß nicht, wie richtig rum ist. Drehen wir den nochmal um. Ist dunkel. Haben wir hier eine Lampe? Wir haben hier keine Lampe, warum nicht? Seit wann das nicht? Hier war doch immer eine, ne? So, jetzt wollte ich erstmal kicken. So, hier kannst. Ach du Scheiße. Hier ist auf jeden Fall die Besprenkelungsanlage drin. Und so Teile. Oh nee, guck mal, da sind viele Zahlen. Da sind viele. Oh je. Okay, wir haben einen Anschluss. Und einen Ausgang, also 2 Anschlüsse. Ja, und in dem hinteren Teil kannst du die bauen. Wasserausflussverbindung, keine Rohrleitung verbunden. Wassereinflussverbindung, keine Rohrleitung verbunden. Okay, also musst du immer über Rohre Wasser rinnehmen und über Rohre Wasser rausgeben. Okay, was gibt's hier noch? Wasserrohr, Wasserpumpe. Okay. Hier kann man sich die Hände waschen, Feldflaschen auffüllen. Ja, aber dieser Kind, also ist das gleich mit Filter? Kann man gleich hier draus saufen? Das glaube ich nicht, oder? Ich weiß auch nicht. Lass uns mal einen Screenshot machen und den. Ja, das ist mir zu dunkel. Erkunden wir mal in der nächsten Folge. Das ist zu dunkel. Siehst du nur schwarz.
Ich brauche erst Licht für den Screenshot. Darauf warte ich eigentlich auch gerade. Müssen wir am nächsten Morgen machen. Knipst mal hier unten die Lampe an, vielleicht. Ah ne, wir haben ja keine mehr. Nee. Nur die. Na warte, dann nehme ich die mit nach oben. Oder du machst mal ein bisschen Taschenlampe an. Wie war versetzen? Oh, du Scheiße, eine Taste. R. Nee, irgendwas ist löschen, ne? Nee, end. Ist bei mir. Okay. Na denn. Dann verschieben wir halt. Ja, den machen wir nachher am Morgen. Und dann sehen wir uns nämlich aber wieder so in der nächsten Folge. Ja, aber es ist mir zu dunkel. Du siehst nicht, was das ist. Nee, ist schwarz. Will ich nicht. Ist nicht hübsch. Okay. Mach vor dem Sonnenaufgang dann nachher. Ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge und gucken mal, dass wir das Teil angeschlossen kriegen. Und besprenkeln bald. Oh. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Gut, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Haut darin. Ciao.